Herzlich willkommen zu dieser Einführung in PowerPoint. Wir werden die Grundtechniken anhand einer Präsentation zum französischen Impressionisten Claude Monet durchspielen. Aber selbstverständlich kannst du dabei auch mit eigenen Materialien arbeiten. Du hast, wenn du die Materialien entpackst, einen Ordner. Darin ist ein PDF mit einer Vorlage, so sollte es am Schluss etwa aussehen, wobei das Titelblatt dann noch ändert. Und du hast jeweils auch noch Notizen, in denen beschrieben wird, was es zu beachten gilt oder welches Design gewählt wurde. Dieses PDF lassen wir im Hintergrund offen, damit wir wieder einen Blick darauf werfen können. Außerdem hast du schon die benötigten Bilder in diesem Ordner, auf die du zugreifen kannst. Jetzt öffnen wir also PowerPoint, falls es wie bei dir noch nicht im Doc sein sollte, so findest du das Programm unter Programme im Finder, Microsoft PowerPoint, am besten siehst du es gleich in den Doc. Bei diesem Startbildschirm hast du schon verschiedene Designs zur Verfügung, die wenigsten sind wirklich geeignet. Wir arbeiten jetzt mal mit einer leeren Präsentation. Das Design werden wir anschließend noch anpassen. Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen, kurz ein Blick auf die Benutzeroberfläche. Du hast hier das Hauptfenster mit der aktuellen Folie, im Moment die Titelfolie. Du hast auf der linken Seite die Miniaturen, hier kannst du von Folie zu Folie springen. Du hast im oberen Bereich dieses Menüband, das sich je nach Bereich dann auch anpasst. Mit einem erneuten Klick auf den Reiter kannst du es auch ausblenden, um etwas mehr Platz zu haben. Dann wie immer natürlich das Menü ganz zu oberst, immer auch mit den entsprechenden Kurzbefehlen. Da lohnt es sich allenfalls, sich den einen oder anderen zu merken. Dann unter PowerPoint Einstellungen kannst du noch Einstellungen vornehmen, die das ganze Programm betreffen. Da könntest du das Design des Programms anpassen. Du kannst das Menü anpassen an deine Bedürfnisse. Lassen wir alles im Moment. Was ich schon mache, ist da diese Autokorrektur entfernen, auch das Autoformat, da nehme ich mal alles raus. Ja, damit wären wir eigentlich gerüstet. Immer wenn dich etwas stört an den Programmfunktionen, lohnt sich ein Blick in diese Einstellungen.